So, Lumi hat eine Überraschung für uns. Anouk? Anouk hat eine Überraschung für uns. Tada! Wow, was ist das? Ein Schutzengel. Mit Engelslocken. Kann ich jetzt mal. Und jetzt kommt das Besondere. Papa! Oh! Oh. Nein! Papa. Mit Raffi Tücke. Dafür, das war für unsere Kerzenstunde. Da ist doch. Da. Wow. Ich mache jetzt mal. Ja, Lumen. Hä? Super. Papa, das ist ja auch deine Kamera. Ja, das ist auch. Das ist Mamas Kamera, die ist schon ganz eingestaubt. Nein. Das ist ja Papa Kamera. Mama, ich habe ein Gefühl, hier ist. Soll ich das auch machen? Nee, das auch. Okay. Mama. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich will. Weihnachtsfrühstück mit Einhorni, Schutzengel, der ganzen Familie und der Mrs. Papi, Mrs. One-Eye. Was ist das? Oh, das ist. Na dann moderiert das aber auch, ja? Mal gucken, wer da kommt. Wer kommt denn da jetzt? Fröhliche Weihnachten! Andrea ist es. Andrea ist es. Ich lebe noch. Hallo Andrea. Na Tommy. Aha. Na ihr Süßen. Komm durch hier. Wie steht ihr gerade? Ist Kaffee, ja, komm durch. Immer rin. Andrea ist es. Oh. Da musst du noch einen Teller anpacken. Hatte ich abgenommen. Durch die Übelkeit. Fast 5 Kilo. Das würde dafür sprechen, dass man es mal macht. Ich war auch nicht so traurig. Also, aber das stimmt. Ja, du siehst jetzt nicht proper aus. Besonders nachts. Ich konnte nachts nicht schlafen, hab ich nur übergeben. Ja, aber wie kannst du einfach am Finger an den Hals nehmen? Ich lag gar nicht. Mir ist so schlecht. Und da musste Tommy manchmal rennen, mir eine Schüssel holen. Und dann habe ich mein Bett manchmal auch vollbekommen. So ist es plötzlich dann gerade. Du kannst gar nichts machen, ist die ganze Zeit ja eh schlecht. Und auf einmal wirkst du dann da los. Mit der Katze um die Wette gebrochen. Vielleicht ist die Katze auch schwanger. Das war so schlimm. Das ist jetzt seit ein paar Tagen weg. Jetzt kann ich eigentlich. Ja, Weihnachten. Ja, hier. Die Mutti macht schon die ganzen Geschenke an Ort und Stelle. Jo. Jetzt wissen sie nicht mehr wo. Nee, das ist was so groß ist. Ja, dann schlage ich mal hier Feuerholz und pack's nach drüben. Jo. Jetzt nämlich nicht nur Holz packen heute. Hast du gehört, was sie heute Morgen gesagt hat über dich? Nee. Oh, das war so süß. Ich habe hier das Licht angemacht im Kinderzimmer. Ja. Und dann sagt sie, nein, Mama, Papa schläft doch noch. Mach das Licht aus. Ja. Genau, das ist Papas Bett. Ja. Genau, das ist Papas Bett. Na ja, gut, okay. Ich nehme mal mit rüber und dann schauen wir mal. Das ist eine Rolle. Jetzt einfach vorbereiten hier. Kalt ist es ja nicht, Gott sei Dank, dieses Jahr. Gut. Gut, dann möge es losgehen. Jetzt fange ich an mit dem Saugen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. So, erst einmal Staubsaugen, seitdem ich den Laden hier habe. Seitdem ich das Ding hier habe.
Ja, das war's. Eine Stunde so. Jetzt bringt das wieder rüber. Und dann sehen wir uns gleich drüben nochmal. Entschuldigen muss, weil sie dieses Jahr wirklich viele gemeine Sachen auch zu dir gesagt hat und dass ihr das wirklich leid tut. Hm. Voll süß, oder? Ich hätte mir jetzt gerade eigentlich jetzt hätte liegen sie. Auch zu Anouk hat sie gemeine Sachen gesagt und die tun ihr wirklich leid, auch mit dem Messer und sowas. Ach Mann. Kommt in meine Tasche. Voll süß, oder? Viele gemeine Sachen gesagt. Ach Mann. Immer gut eine Brusttasche zu haben. Am Herzen. Ja, sie kann nicht anders manchmal. Man darf sie nicht übel nehmen eigentlich. Er hat ja auch einen Pfeil gemalt ohne Spitze. Der tut nicht weh. Durchs Herz. Was ist das denn? Hört sich an wie der Dennis. Ja, ist er auch da. Ach, der, Mensch, auch mit der Tüte. Ja, hier von Blume 2000. Ach, Mensch, herrlich. Blühen die denn noch? Wo sind denn eure Kinder? Die sind... Ja. Eins ist da. Hallo, Skadi. Und tschüss. Ich hab euch was mitgebracht. Marlies hat uns was mitgebracht. Ja. Ich wollte irgendwie für jeden irgendwas besorgen. Das war mir aber zu stressig gewesen, jetzt müsst ihr den Inhalt der Tüte unter euch aufteilen. Naja, ist ja schon erledigt. Ich hab mir ja schon. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Mama macht mir so komische Dinger sauber. Mann, das kippt hier doch. Das ist furchtbar. Das ist ein Dampfsauger. Das ist ein Dampfwisch gewesen. Das ist ein Frauenflüssigmacher. Dankeschön, das ist schwer. Ich nehme diese Tüte. Danke, Dennis, jetzt erinnert man dir. Ach Mensch, ey. Frische Luft drin, ja. Ach, herrlich, wunderbar. Na gut, ich gehe jetzt gleich wieder weiter. Jetzt muss ich um 14 Uhr in Mühlheim sein. Weil ihr Weihnachten dort? Naja, ich bin halt da, ja. Und oh, da gleich wieder Stimme. Fährst du aber das Öffentliche. Ja, ich schieb die U-Bahn von hinten an, dann ist es ein bisschen schneller. Ja, nö. Und Dankeschön. Teuer hier alles, was hast du denn gemacht? Ich hab geklaut, das hat nicht gekostet, das habe ich bargeldlos eingekauft. Ach, Elsa! Genau. Danke. Ja, nicht zu danken, gerne. Alle! Ja, genau, alle. Ja, das ist eine wunderbare Tüte, die ich alles klar. Ich noch. Dennis, macht's gut. Ja, du auch. Ciao. Bestell deinem Vater schönen Gruß. Ja, genau, schöne Weihnachten. Und fest. Schöne Feiertage. Ja, wir sehen uns, ne? Ja, oh, sicher. Brauchst du noch? Nein, die gab es mit so einem Tub dazu. Ich habe gleich gedacht für dich, weil. Ja, also, aber da jetzt nicht für alle, weil dann musst du euch einen Tub teilen. Das ist, das ist ja hier Familientuch. Also Familiensocken, Familientuch. Ja. Alles klar. Schön, ich freue mich. Macht's gut, ja. Danke. Ciao. Bis ciao, weiß. Ciao. Tschüss. Geh nochmal rüber. Trapiert Besteck. Bin gleich wieder hier. So, perfekt. Ich bin drüben fertig. So, also ein letztes Mal saugen vor dem Feste. Also saugen, saugen, saugen. Bei Böden, wo kein Teppich liegt, kannst du immer saugen. Und bei allen anderen Bögen müsste man natürlich genauso saugen. Aber da sieht man die Fusseln halt nicht so doll wie da, wo kein Teppich liegt. Und wenn wir alle lange, weil wir alle lange Haare haben. Einschließlich der Katze. Einschließlich der Katze, ja. Ist das halt ein bisschen schwierig. Ist das eine Fusselwohnung hier? Katze ist dehydriert, total. Ich fütter sie schon per Hand. Weil sie nicht mehr frisst. Weil sie nicht mehr frisst. Und pumpt ihr Wasser in den Körper. Ist schon total eingefallen. Ja. Furchtbar ist das da. Ja, dann wüsste ich nicht, was würden. Wenn ich es wüsste, anhand der Blutwerte oder irgendwas. Naja. Alles gesund, alles in Ordnung. Alles, ich habe im Internet ja ein bisschen gelesen. Alles tippitoppi. Alles, was in Frage kommen würde, hat er ja ausgeschlossen. Diabetes, ja. Schilddrüse, Krebs.
Zahnschmerzen. Gut. So, ja. Alles. Obwohl ich denke, die hat da irgendwas. Das kann es nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass sie sich deswegen so runterhungert. Das kann es nicht sein. Ich glaube, vielleicht hat die doch was mit dem Magen. Oder vielleicht irgendwas in der Lunge, was man nicht sieht. Blutwerte. Ja, vielleicht. Naja. Vielleicht sind die gerade in Ordnung gewesen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir bestimmt nochmal machen. Naja, machen wir. Und Röntgen mit. Vielleicht mal, wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Ja, mal gucken, hat sie irgendwas verstoppt irgendwo, irgendwas. Sobald die. Aber die kann ja fressen. Die frisst ja auch sonst. Aber sie liegt wenig auf Toilette. Aber ist auch nichts drin. Ist nichts drin, ja, aber es ist ja nicht auf Toilette. Ihr Klo, das kannst du. Das ist nichts. Die war einmal auf Toilette, seitdem ich es gestern sauber gemacht habe. Das nimmt rapide ab. Du bist ja schon hungrig, wa, Skadi? Schmeckt gut, ne? Das ist ein alter Hungerklotz. Das ist ja auch lecker. Ach Mensch, ehrlich. Ja, ess mal mein Kind. Ne? Naja, mal gucken. Das war jetzt erst so rapide seit ein paar Tagen. Vorher hat sie noch gefressen. Ja. Hat so Hunger gehabt. Ja, vorher hat sie zwar abgenommen, aber war immer noch hungrig. Und ist uns immer hinterhergerannt, immer wie immer. Und jetzt ist sie kommt nicht mehr zum Kuscheln. Sie kommt nicht mehr, wenn man in der Küche sitzt. Sie kommt nicht mehr zum Schlafen. Gerade nur ihre Ruhe haben. Vielleicht ist sie jetzt krank. Vielleicht war es ein beginnender Infekt. Das meine ich ja, dass man das noch nicht sehen konnte auf den Blutwerten, weil es noch zu früh war. Sie meinte, ich muss die Blutwerte nochmal machen, vielleicht. Die hat was. Die war immer so gesund, die Katze. Ich hatte nie Probleme mit ihr. Nur einmal. Und was gefressen hat. Ja, als was verschluckt hat, im Magen festgesteckt oder im Darm festgesteckt hat. Mhm. Wie hat sich das denn eigentlich gelöst? Das hat sich einfach gelöst, wa? Das ist einfach gelöst. Mhm. Wir haben die ja 10.000 Mal geröntgt, dort im Krankenhaus. Fragt man sich denn nochmal. Das ist echt schlimm. Echt? Also, man. Es gab dieses Jahr ein paar schöne Momente. Wirklich schöne Momente. Aber es waren ganz viele ganz dolle Tiefen und dann richtig hohe Höhen, oder? Was waren die hohen Höhen? Ich fand unseren Hochzeitstag, unseren 10. fand ich zum Beispiel ja. Total toll. Und ja. Der erste Schreck nach der Schwangerschaftsbestätigung. Tja, da warst du ja ganz schön fertig. Da war ich sehr fertig. Freue ich mich jetzt auch total drüber, weißt du, und das sind viele Auf und Abs dieses Jahr. Mit Lungen, eine schwere Phase, das Jahr. Die war wirklich schlimm. Wie viele Monate, jeden Tag. Und jetzt kränkelt die Katze rum. Jetzt ist die Katze krank. So ist das Leben, ne? Mach mal alles. Immer das Gleiche. Ich kann das nicht begreifen, wenn ihr. Dass du da nicht eine Lastglocke schon drüber gesetzt hast. Das war so blöd, weißt du? Du solltest eine Brille nur zum Schutz tragen. Hier lag die Tüte und ich habe noch ein anderes Brötchen gesucht und nehme diese Schrippentüte raus aus Wieso dieser Plastik. Denn da so bescheuert Tüte rein? Nehme ich raus und dann, dadurch, dass ich es rausgenommen ja, habe, ich ist die Ecke schon. So aufgesprungen und dann, krack, weißt du? Und ich habe ja da weiter reingeguckt, weil ich ja eigentlich an die andere Tüte rein wollte. Nimm mal raus, pack weg und dann kann man gucken. Hält man an die ran? Normal ist das jetzt eine richtige Augenverletzung hier wegen ihrem scheiß Brötchentüte aufmachen. Weil sie ein Brötchen gesucht hat, geht so an für die quollenden Auge. Warte doch mal auf. Ich hatte das schon, war ich kenne das schon. Ja, das ist für ihr Standard Brötchen suchen. Oh, das war so schlimm. Ja, das andere war eine Zwieback im Auge. Ja, da stand ich kurz vor der Operation.
weiß nicht, was ich geschossen habe. Jetzt machst du immer weiter so, weil das Standard kennst du schon, machst du jetzt. Bis Hornhaut drauf ist, oder was? Ist schon Hornhaut, ist ja die Hornhaut, die kaputt ist. Das ist ja kaputt, aber so richtig dicke Hornhaut drauf ist, so richtig. Ich muss jetzt auch mal so nachlesen, ob ich mir irgendwas aus der Apotheke holen kann. Fünf, wie heißt das? Dioptrien-Hornhaut. Und dann stand halt auch, das ist eines der schmerzhaftesten Sachen, die es gibt. Weil Hornhaut voll mit Nerven ist. Mama! Ja! Ursache, Brötchentüte. So, jetzt machen wir mal gucken an. Komm, setz dich an.
Katastrophe. Das ist deine Schuld. Setz dich im Bett die Hühnchen zu. Dann schlafen sie sicher in Schau. Mama, du kannst nur die Kerze aus und pusten. Mach das jetzt nicht nach. Komm, wir singen weiter. Klingelöckchen, klingelingeling, klingelöckchen, kling. Die Socken, wie kann man die so in den Socken rein? Nee, ist unglaublich. So, komm jetzt. So, mitkommen. Wir folgen. Das kann ich doch jetzt nicht vor. Tada! Hängen geblieben an der Fehlkonstruktion. Nee, sondern ein Laden, genau. Den hab ich mir aber gewünscht. Das stimmt, aber wir hatten ihn schon vorher. Mann. Ey, das ist doch für euch. Ist doch für dich. Aber ist doch für meinen Geldsamen. Ey, ist auch für dich. Oh, Geld. Geld, wie heißen wir? Darf ich? Ja. Ja, ganz anders als ihr dacht, Alex. Pass auf, fall nicht um. Ich hab's gerade jetzt gerade schmissen. Ist Scotty ist gleich hängen geblieben. Da fehlt eine Karte. Da muss eine Karte rein. Das sieht aus hier. Ja, du Aber wir können unsere Geschenke auspacken. Das sind Geschenke für euch. Ja, sag mal. Hey, ja, sag mal. Hallo, David. Oh, hier unten. Ich brauche das Gemüse. Auch was zum Einkaufen. Hallo, darf ich das hier haben? Genau. Damit kann man sich jetzt einkaufen. Ja, darf ich das haben? Ja! Ich muss alles bezahlen. Gar nicht klaut! Das ist gar nicht so die Verkäuferin. Wenn, dann klaut ihr. Mein Portemonnaie? Ah, nu! Du, Mann, Mann, ich hab mal ein Skadi vor. Skadi kennt. Das ist totaler Chaos. Im Gemüseladen. Hallo, nicht da rüber. Anouk, du kommst her. Und man beachte die schöne Lampe. Ja, hast du die schon gesehen, die Lampe? Ja. Na, guck mal nach oben. Ja, ich hab hier. Ich hab hier meine Lampe gemacht. Ich will hier rein, wie kommt Skadi denn hier rein? Oh, Skadi darf ich mal verkaufen. Wie kommt Skadi denn hier? Ich dachte eigentlich, ihr krabbelt hier durch an der Seite, aber... Ich hab das noch nicht so raus. Naja. Also, dann müssen wir alles drücken. Genau, sortiert mal alles rein. Nein, da kann man doch. Das ist doch nur die Körbe, können wir eigentlich da oben ran zum Einkaufen. Ich gehe was einkaufen. Was wollen die? Ich gehe einkaufen gerade, also kann ich ja nicht. Schon erledigt. Also. Das sieht mein Portemonnaie. Hey, passt nicht rein! Martinskasse. Kann ich denn sagen? Irgendwie dumm. Nee, kann ich nicht. Was wollen Sie? Nein. Hallo, ich hätte gern einmal mit. Diese oder diese? Die mit. Okay. Meine Babys sind zu Hause. Und dann hätte ich noch einmal, Ei. Und dann hätte ich noch einmal Gemüse. Das ist eher Obst. Das mag ich. Und Gemüse jetzt noch was. Das Obst brauche ich nicht. Du hast Gemüse. Also kriegst du Gemüse. Also ich hätte gerne noch Beute. Ich hätte gerne eher noch Tabletten. Tabletten, wo sind die? Tabletten habt ihr nicht. Nein, mir tun es so, als ob. Die Tabletten brauche ich. Also wie viel Euro macht das?
Warte, nein. Lass Gabi machen. Komm da rein. Okay, erstmal muss ich hier alles. Den Knopf ganz unten. Ist er. Es wird jetzt ausgedruckt. Es geht ein in der Mitte. Drei Euro. So viel, ich räume mal den Steckkasten. Schon zu viel. Das könnt ihr einfach. Das ist EC-Karte. EC-Karte mach ich mal. Okay, alles okay. Tschüss. Sie können ihren Einkauf nehmen. Goodbye! Also fährt. Ich muss so einkaufen. Ach, der Portemonnaie, das ja. Der Portemonnaie brauche ich kurz nicht im Moment. Weil dann kann ich es nur du nicht machen. Ach nee, doch, da kann ich. Wir haben kein Rotgeld von Ihnen gekriegt. Na gut, Rotgeld. Achso, nee, du hast die Zielkarte. Ja! Und das meinte ich damit. Das ist so ein. Doppelzugfeld musste es geben. Alles ist fast leer. Bitte aufgegessen. Du hast noch ja nicht gegessen. Nuki hat heute Kuchen gebacken. Willst du auch Kuchen, Skadi? Lumen auch? Willst du Kuchen? Mika helfen. Lass ja aus. Magst du Kuchen essen? Sie will nur Sahne. Alle. Skadi, was soll das? Dann steh auf. Es wird nicht gemanscht mit Kuchen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal.